Und damit willkommen zu Shovel Knight. Jawohl, Shovel Knight für die Switch. Neues Abenteuer, Profil auswählen 1. Und wir haben jetzt hier alle Spectre Knight, Shovel Knight, Plague Knight. Aber wir fangen ganz normal erstmal mit dem Shovel Knight an. Shovel of Hope. Und ja, wir nennen uns wie immer... Wo ist es da? Ich habe noch nie das Shovel Knight gespielt, aber ich fand es die ganze Zeit interessant. Und jetzt für die Nintendo Switch habe ich es mir geholt. Und da können wir auch mal gleich gucken, wie das Ganze dann überhaupt funktioniert. Ab in den Körpertausch-Modus. Möchtest du den Körper irgendeines Hauptcharakters tauschen? Tipp. Hä? Tipp. Du. Das jederzeit über das Pausemenü machen. Du das. Aha. Nein. Na, fangen wir an. Extra schön langsam. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Von allen Helden war kein strahlender als Shovel Knight und Shield Knight. Doch ihre gemeinsame Reise endete am Turm des Schicksals, als ein verfluchtes Amulett einen schrecklichen Zauber wirkte. Als Shovel Knight erwachte, war der Turm versiegelt und Shield Knight war verschwunden. Als gebrochener Mann zog sich Shovel Knight in ein Leben in Einsamkeit zurück. Also mit der Schaufel da jetzt in Rüstung da das Ganze um... Ach, egal. Doch ohne Helden fiel das Land in die Hand einer bösen Macht, der Verzauberin und ihres Ordens ohne Gnade. Nun ist das Siegel des Turms zerbrochen und die Welt steht am Abgrund. Ein neues Abenteuer beginnt. In die Erde damit. So, da sind wir. Mit A können wir schaufeln und mit B können wir springen. Und wenn wir springen und nach unten drücken, können wir so eine Schaufelattacke machen, habe ich gerade festgestellt. Und wir graben und graben und graben und graben und graben und graben. Yay. So, warum spiele ich das Ganze jetzt hier und, nicht mehr Mega Man? Also erstmal, heute am Release-Tag von der Nintendo Switch bekommt ihr natürlich das erste Video. Aber... es wird hier anstelle von Mega Man kommen. Und das mit allen drei Kampagnen. Und wir fangen jetzt erstmal ganz einfach an. Wow. Okay. Oben haben wir eine Lebensanzeige. Und das scheint ein Checkpoint zu sein. Keine Ahnung. Und wir versuchen natürlich alles so weit es geht einzusammeln. Und hier sind auch geheime Verstecke zu finden. So, natürlich schreckt die Grafik einige Menschen ab, aber es gibt auch noch Leute, die halt Retro mögen, so wie ich. Und ich finde, hier kommt das Retro-Feeling sehr gut rüber. Cool. War das jetzt schon ein Boss oder war das einfach nur so? Egal, wir gucken uns das einfach mal an. Hihi. Nice. Also es spielt sich sehr flüssig, sehr angenehm.
geht leicht von der Hand und, ja. Ach, verdammt. Die Musik ist auch sehr angenehm. Halt, Moment. Haben wir da. Immer schön schaufeln, schaufeln, schaufeln. Also es wäre mir vorher gar nicht aufgefallen, hätte ich nicht... Doch, also auch die Einleitung ist super. Halt. Ah, oh, das war knapp. So, den machen wir so. Wow. So, wartet. Den Drachen wollen wir natürlich auch haben. Oh, hier gab es auch noch einen schönen Bonus. Ah, wieder hoch. Ah, hier sind schön viele Collectibles. Die Frage ist halt, was bringen mir die Collectibles? Bisher sehe ich nur Gold. Anstelle von Punkten oder so. Wow. Aha, die Blasen, die bewegen sich auch nicht weiter nach oben. Nein. Ach, ich muss extra... Ah, es hat also nicht die Mario-Mechaniken, wie wir es sonst so kennen. So, man kann von unten durch die Plattform durchspringen. Und sie hat eine richtige Bounding-Box. Und was sind das für Noten? Egal. Hinterfragen wir mal nicht die Noten. Okay, die geben auch keine neuen Diamanten raus. Also mehrmals töten bringt nichts. Komm her. Doch, finde ich gut. Okay, die Drachen lassen wir mal in Ruhe. Das war knapp. Aber wenn man so ein, dieses Retro-mäßig hat, dann... Au! Nein! Die Hälfte ist verloren gegangen. Wow. Oh. Ach, guckt mal an. Und da sieht man sogar, was man verloren hat. Aber wie komme ich da hin? Da muss doch irgendwo ein Weg sein, oder? Tada! Oh yeah! Da ist der Weg also. Nein! Auch fair ist, was ich jetzt hier gerade bemerke, dass die Gegner immer am eigentlichen Spawn nie spawnen. Wenn man halt da gerade startet. Gut, wir gehen hier einfach mal rüber. Ah. Gut, danke.
das war knapp. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich da hinkomme. So komme ich da hin. So. Und hier sieht man schon, bada bum, bada bang. Secret is hidden behind those places. Das ist nächstes Secret, nämlich da. Ich hätte gerne erst einen Checkpoint. Egal. Boah, money, money, money. Nein! Nein, aber ich bin doch... Ich hab nach unten gedrückt. Och, nö! Ach, nee. Oh, Mann. Und wieder da lang. Gut, den hatten wir übersehen. Ärgerlich, oder? Ah, schon wieder der gleiche Fehler. So, wir warten auf dich jetzt, bis du da hier kommst. Komm, spring runter. Ah, das war jetzt ärgerlich. So. Will ich jetzt die Münzen wieder haben? Natürlich will ich die Münzen wieder haben. So. Danke. So, wann gibt's denn den nächsten Checkpoint? Oh ne, ernsthaft so kurz vor dem Checkpoint? Ach, Krummel. Wusste ich's doch, dass du dich früher oder später blicken lässt, der himmelblaue Feigling. Dreh um, Shovel Knight. Hier kannst du nichts mehr ausrichten. Zur Seite, Black Knight. Ich habe keinen Zwist mit dir. Ich muss zurück zum Turm des Schicksals. Während du fort warst, sind dir wohl die Sinne geschwunden. Siehst du das denn nicht? Dieses ganze Tal ist durch die Verzauberin erobert worden. Und ihre unbesiegbaren Ritter vom Orden der ohne Gnade stehen zwischen dir und dem Turm. Doch all das ist egal, denn wer auf die Zauberin abgesehen hat, muss an mir vorbei. Stehle deine Schaufel. Ja. Er lacht nur. Na komm. Na komm. Nein, 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 nein. Jawohl. Damit haben wir den ersten Bossfight geschafft. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Folgen von Shovel Knight. Und da flüchtet der Feigling. Und er schläft gemütlich an einem Lagerfeuer ein. Und währenddessen... passiert da oben irgendwas. Fangen Sie. Ich hab sie! So, und da sind wir dann auf der Overworld und ich bedanke mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.